Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Heute mal ein bisschen Speed and Power dabei. Ja, wir haben einen neuen Mod. Aber ganz kurz davor. Wir streamen heute um 22 Uhr. Ich weiß, ziemlich spät, aber das ist nicht die Zeit, die ich vorgeschlagen habe. Among Us, wieder mit Michi, Generation Walk. Twitch TV Generation Walk, wie letztes Mal auch. Wir werden ein paar Slots haben, wir werden jeder so 5 Slots füllen. Das heißt, wenn ihr mitspielen wollt, Link zum Discord ist unten in die Beschreibung, kommt in den Discord und dann werde ich so um 21.45 Uhr etwa eine kleine Ankündigung machen, damit wer rein kann. Wir werden ein bisschen rumswitchen, falls wir mehr als 5 sind. Ihr braucht ein Mikrofon. Ja, braucht ein Mikrofon, damit ihr das Spiel bespielen könnt. Das ist alles, was ihr machen könnt. Und wenn ihr nicht bespielen wollt, keine Sorge, wir streamen es live hier auf YouTube. Also könnt ihr einfach reinschauen. Wie gesagt, es ist ein bisschen spät, aber das war nicht die Zeit, die ich vorgeschlagen habe. Er hat einen Schlafrhythmus, der ziemlich nah an meinem ist, weil er eigentlich auch nach Kanada geht. Keine Ahnung, wie genau. Er war in Kanada. Was auch immer. Wir haben eine neue Mod. Wollte ich eigentlich gestern schon zeigen. Und wie ihr seht, wieder von Innocent Customs. Das heißt von Innocent. Servus an dich. Wie immer, gute Mod. Auch die Person hinter der Focus-Mod. Und ja, was ist das Verrückte an der Mod? Gute Frage. Einerseits sehe ich schon mal... Okay. Aber ihr seht, dass wir hier zwei Motoren drin haben. Nicht nur ein. Wir haben hier zwei Motoren drin. Das ist eine Basisvariante. Das ist eine niedrige Variante. Wir haben hier zwei Inline Sixes drin, also zwei Reihen Sechszylinder, die beide verbunden sind mit dem Dings. Also sozusagen. Also wir haben jetzt sozusagen fast einen V12. V12. Nur ein bisschen weiter auseinander und ein bisschen. Wir haben zwei Inline Sixes. Wollen wir mal beschleunigen. Warte, nee, das war ein schlechter Launch. So. Uiu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 
In 2 V8s. Und Nitro. Machen wir mal Nitro an. Oh mein Gott. 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 Muss man hier was runterlegen, damit er sich besser kühlt. Oh mein Gott. Ich habe schon 220, 250 fast. Oh boy. Warte, kurz bevor er despawnt, will ich kurz sehen, wie sieht der aus. Nicht mehr so gut. Nur damit wir mal sehen, übrigens, wie schnell wir noch rutschen. Ziemlich schnell. Oh, unser Dach fliegt ab. Schön. Ja. Mein Gott, du lieber Laptop, wenn du mal aufhören würdest, wegen jeder kleinen Scheiße hier zu überhitzen, wäre das schön. So, keine Ahnung, ich muss da irgendwas drunter legen, damit das besser klappt. So. Okay, warte, was steht hinten drauf? Was steht hinten drauf? One engine isn't enough, get two. Ja, kann man nicht viel gegen sagen, oder? Okay. Dann wollen wir mal auf die krasseste Variante gehen, oder? Würde ich sagen. Wir scrollen runter zum Hopper. Und dann haben wir hier... Wir nehmen noch nicht die Drag-Variante. Wir nehmen die Twin Mill Track Supercharged V8. Oh, das ist sogar nur... Warte, das hat 1000... Ne, ich glaube, das hier muss doch 1000 haben, oder? Keine Ahnung, weil der sagt ja, die Twin Turbo... die Supercharged V8s haben weniger als die... Sixes. Guck dich mal die Motorhaube an. Sieht man überhaupt da draus? Man sieht sogar erstaunlich gut raus. Oh Gott. Ist auch kaum Platz. Warte, wenn ich da. Nein. Ha, die hängen nicht gegeneinander. Oh mein Gott. Okay, 150. Oh. Au, au. Bremsen, bremsen, bremsen. Nicht überschlagen. Das ist das Wichtige hier. Oh, haben wir sie sogar ganz gut überstanden. Ah, das ging gar nicht mehr so schlecht aus. Okay. Also ich glaube, die Variante hier fährt sich um einiges besser als die anderen, weil wir hier... Also wir haben einen krasseren Spoiler. Scheinen Federungen zu haben und alles. Reifen, die sich viel besser damit klarkommen, mit dem, was wir hier haben an Power. Glaube ich. Zumindest fühlt sich das viel stabiler an. Gehen wir mal Vollgas. Ja, das ist auf jeden Fall um einiges besser. So, mal schauen, wie schnell wir hier durchfahren können. Ohne zu crashen. Ist kaum eng, kaum eng, kaum eng. Oh, kleine Kollision, größere Kollision, viel größere Kollision. Oh, hi. machen wir mal Geschwindigkeitstest. Mal sehen, wie schnell wir hier werden. Eine Landebahn haben wir, eine Startlandebahn. Komm schon. So. Nitro an. 150. 190. 240. Oh, okay. Traf mal 300. 300 im Hopper ist unglaublich. Ich glaube, der Jeep fuhr 158, den ich hatte. Also seht ihr, wofür die Plattform gemacht ist. Nicht für 300, nicht für fast das Doppelte. Das ist ein krasser Zaun, muss ich sagen. unser Jeep ist einfach noch flach. Aber der Zaun hat nichts abbekommen. Der ist ziemlich sicher. Müssen wir mal bei Nesca als Catchhands benutzen. Das Ding. So, okay, jetzt haben wir auch noch die Dragster-Variante, ne? Da bin ich jetzt mal gespannt. 2700, okay. Oh, Mann. Oh, das Ding sieht... Ich bin kein Experte. Ich nehme aber mal an, das ist unsere Nitro-Einspritzung, oder? Können wir dem Ding folgen? Nee, können wir nicht. Aber wir haben direkt den Laptop zum Tuning. Links. Ja, das müsste unsere Nitro-Einspritzung sein, oder? Die Stängchen hier. Okay. Alle bereit? Nitro? Okay, lenkt viel nach rechts. Kein Wheelie. Oh. Retten. Danke. Okay, alles gut. Kontrolle. Starten wir mal einfach nur so. Ohne ihn hochzureven, darf. Boah, denkt das Ding nach rechts. So, absolut viel nach links lenken. Was haben wir für eine. Haben wir eine CVT? Ja, wir müssen eine CVT haben, oder? Er schaltet nicht.
Oh, und da ist instabil. Instabil, 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 instabil. Warte, das ist eine CVT, das wir jetzt wissen. Drag 5 Speed Automatic. Aber das Ding schaltet doch. Also bin ich jetzt blöd oder? Es schaltet nie. Bist du nicht eigentlich unser. Oder benutzen wir nur den ersten Gang hier? 350. Jetzt denkt das. Plötzlich lenkt das Ding einfach nach rechts ein. Ich glaube, irgendwann ist die Aerodynamik von dem Teil so schlecht, dass es einfach wegzieht. 350 km/h im Hopper. Okay. Okay. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja. Ziemlich coole Mod. Wie eigentlich immer von dir Innocent. Link zu der Mod, wenn sie ausprobieren wollt, ist unten in der Videobeschreibung. Denkt dran, heute ab 22 Uhr sind wir live mit Among Us. Und ihr könnt mitspielen, wenn ihr im Discord unten dabei seid. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn ihr Wunsch habt, schreibt mir wie immer unten in die Videobeschreibung. Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.